Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nachdem wir hier an diesem Schrein... Wie heißt denn der? Ich gehe mal kurz ein Stück weiter weg. Gehe nochmal kurz ein Stück näher ran. Der Iosoh-Schrein. Nachdem wir diesen Iosoh-Schrein endlich gelöst haben und natürlich souverän... Was soll man auch sonst glauben? Begeben wir uns mal zu den nächsten Schreinen, aber... Pass mal auf... Oh, sorry. Bevor ich zu den nächsten Schreinen gehe, ich habe da irgendwas markiert. Irgendwas habe ich da markiert. Wenn ich was markiere, dann hat das meistens einen Grund. Ist man noch in der richtigen Richtung? Nicht ganz da. Geh mal weg da. Pass auf. Ich gebe voll Gas, heute ist mein Tag. Beyblade. So, sind wir noch in der richtigen Richtung? Ja. Dort war oben auf dem Berg, ne? Kann das sein, dass wir dafür da hoch auf den Berg müssen? Kommen wir hier hoch? Ich weiß es ja nicht. Versuchen wir es mal. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis wir da oben sind, ne? Ich vermisse die weiße Umrandung um die Herzen, ne? Ich bin ja auch eigentlich doof, ne? Ich könnte ja mal hier... Einmal Kletterzeugs, zweimal Kletterzeugs, dreimal Kletterzeugs anziehen. Und dann geht's ab hier. Dann geht das ab hier. Dann geht der ab, die Luzi. Dann machen wir mal. Ne? Dann melken wir mal hier das Seiken hier. Ich würd gern Amiibos nutzen können. Ich hätte gern den Epona Amiibo. Kommen wir da hoch? Biete, biete. Es wird schwierig und es wird auch sehr, sehr knapp. Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir uns hier gleich ein bisschen hochcheaten können. Nee. Wir haben nur zwei Herzen verloren. Okay, nein! Gut, ich suche einen anderen Weg. Guck mal, hier sind wir doch schon mal ein Stückchen höher und der Berg ist ein Ticken niedriger. Da können wir es doch mal versuchen. Ich versuche auch nicht zu springen. Und wartet mal, und nicht unbedingt an der steilsten Wand hochzuklettern. Sondern hier. Das geht ein bisschen schneller. Sehr schön, sehr feine. Oh, dim, dim. Oh, es wird hell. Es wird hell. Oh! So, haben wir die Hälfte? Wir haben auf jeden Fall schon mal die Hälfte unserer Stamina verbraucht, unserer Ausdauer. Ach Mann, ey, dieser Schrein, der macht mich immer noch fertig. So. Nee, das schaffen wir nicht. Ich muss da irgendwie anders hoch. Vielleicht einfach von da drüben. Ach Mann, was hatte ich denn da nochmal markiert? Das ist die Frage. Ich weiß es halt auch nicht mehr, was ich da markiert hatte. Hab ich da gerade einen Krog gehört? Ach, da oben ist ein Windrädchen.
Das funktioniert nicht und oh, da waren wir wieder zu Gier. Oh, es hat funktioniert. Okay. Aber ich habe halt leider nur Eispfeile. Und einen beschissenen Bogen für sowas. Warten wir einfach, bis es wieder hier ist. Sehr schön. Da haben wir den nächsten Krog. Aua. Oh, In-Ears können auch manchmal wehtun, liebe Freunde. So, wenn ich jetzt hier drüben ranspringe. So. Und hier hochkletter. Pass auf. Das schaffen wir jetzt aber. Das schaffen wir jetzt aber. Locker. Da könnte ich sogar einmal springen. Könnte sogar zweimal springen. Ein drittes Mal traue ich mich jetzt nicht. Aber das macht auch nichts. So. Zack, oben. Puh. Und die nächste Wand. Schaffen wir das mit Springen? Bestimmt, oder? Ja. Locker. So, sind wir richtig? Ja. Gleich frieren wir halt wieder. Was nicht so schön ist. So. Zack. Und zack. Und hier können wir kurz stehen. Und zack. Da hoch. So, was haben wir hier markiert? Jetzt sollten wir langsam mal wieder unsere wärmende Kleidung anziehen. So. Irgendwas habe ich hier markiert. Und Leute, ich weiß echt nicht mehr was. Muss da oben irgendwas auf dem Berg sein? Es muss da oben irgendwas auf dem Berg sein. Will ich hier springen? Nee, ich glaube, hier will ich eher nicht springen. Hier will ich eher nach oben. Im Übrigen, Leute, auch wenn der Farbfilter, der neue, da drüben ist bestimmt ein Krog drin in dem Eisblock. Auch wenn der neue Farbfilter echt hübsch aussieht an einigen Stellen, an anderen Stellen ist er viel zu dunkel. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ab Part 52 wieder den alten zu nehmen. Einfach, weil's sieht nicht hübscher aus, aber es ist halt nicht so dunkel. So, dann hier längs. Und warum sehe ich es noch nicht auf der Karte? Es müsste doch hier sein, oder? Ah, genau. Das war's. Oh, mein Ritter-Zweihänder zerbricht gleich. Na komm, Urbosa. Sehr schön. Dann nehmen wir mal erstmal die Knochen-Mob-Lanze. Und ich würde gerne mal da unten rein. In diese Labyrinth da. Was auch immer das ist. Schrein in der Nähe, ja, das wundert mich nicht. Alles andere hätte mich gewundert. Südliches Irrschloss. Ja gut. Wo ist der Schrein? Die Frage ist, muss ich da rein? Also muss ich da runter? Es sieht mal so aus.
Wer in dieser Wüste weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Wer das Labyrinth durchquert, dem wird Glück und Segen gewährt. Mhm. Okay. Also in die Richtung ist der Schrein. Ich denke mal, dass er in der Mitte ist. So. Ich denke einfach mal, dass der hier irgendwo ist. So, hier wären wir in der Mitte. So ziemlich. Na, wir schauen uns mal weiter hier um. Gut, da scheint nichts zu sein. Da ist eine Kiste. Was haben wir denn hier? Goldener Rubin, nice. Geld ist immer gut. Na? Ich denke mal, dass uns in Akala nochmal dasselbe widerfährt. So, hier kommen wir eigentlich ganz locker vorbei, indem wir dran vorbeiklettern. Ist zwar wahrscheinlich nicht so gewollt, aber ich könnte es mir jetzt halt mal vorstellen. Und wenn es so gewollt ist, dann auch okay. Das sieht wichtig aus hier, der Weg. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Müssen wir zum Schrein? Oder müssen wir... zu einem anderen Punkt. So, hier sind wir ganz außen. Das könnte schwierig werden. Wir müssen auch mal ein bisschen oben gucken, ne? Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Das will ich ja auch nicht. So. Da geht's rein. Da sind wir dann wieder in der Mitte. So, hier ist wieder Schleim. An dem wir aber gut vorbeikommen. So. Da können wir rein. Dann können wir hier nach links oder geradeaus weiter. Ich gehe jetzt erstmal geradeaus weiter. Das machen wir jetzt mal folgendermaßen. Da ist eine Kiste. Gerudo-Schild. Aber dafür ist in meiner Tasche kein Platz. Dafür muss in meiner Tasche einfach Platz sein. Ich werf mal so ein Schild weg. Wow. Das ist halt noch nicht mal stärker, ne? So, und hier hinten ist auch nichts. Gut, wo war unsere Bombe? Da sind wir eben im Kreis gelaufen. Da war unsere Bombe. Gut,
Gut, dann legen wir hier die nächste. So, und wir gehen erst nach rechts von der Bombe aus. Und hier geht's wahrscheinlich nur im Kreis, ne? Ja, okay. Gut, hier geht's nur im Kreis. Das heißt, hier können wir wieder zurück. So, hier drin waren wir schon, ne? Ja, da war die Kiste. Hm. Den Irrgarten, der ist echt da, das ist... Ah, nee, halt. Nee, nee, nee. So. Hier war wieder das Zeugs. So, und da geht's rechts rein. Hier geht's links runter. Und dann wären wir wieder außen. Dann wären wir wieder da, wo wir angefangen haben. Stopp, stopp, stopp. Runter, 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 runter. Ich wollte mich halt mal in die Luft sprengen, ne? Runter. So, schauen wir uns mal hier um. So, ich glaube, das müsste der Eingang sein hier. Das müsste der Eingang sein. Ja. Das ist der Eingang. So, wenn wir jetzt mal hier in die Mitte gehen. Da, wo es am heftigsten piept. Da unten ist der Schrein. Da unten ist der Schrein. Sehe ich von hier unten irgendwas, von hier oben irgendwas? Vielleicht ein Weg oder so. Es müsste halt irgendwie... Das sieht mir aus wie eine Leiter. Ich musste aber irgendwie... ein Ticken weiter runter, theoretisch. Ne? Ich müsste einen Ticken weiter runter und müsste da reinkommen. Aber hier sehe ich jetzt zum Beispiel nichts, wo ich da reinkommen könnte, außer vielleicht von hinten dran. Das wäre die einzige Möglichkeit. Aber dafür muss ich halt auch erstmal reinkommen und dann einen Ticken nach unten. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir irgendwie ein Stück nach unten kommen. Oh, hier geht's wieder rein. Oh, und da geht's aber auch wieder einen Ticken nach oben. So, hier geht's wieder einen Ticken nach unten. Moment, da drüben geht's auch rein. So, und dann sind wir nämlich hier in diesem Segment. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Gut. Dann gehen wir einfach mal hier durch.
und klettern hieran vorbei. So. Hier geht's halt aber auch wieder einen Tick nach oben. Und hier wieder nach unten. So. Dürfen wir dran vorbei sein, genau. Hier geht's aber auch nirgendwo nach unten. Hier geht's überall immer nur nach oben. Aha. Das sah doch schon mal einigermaßen richtig aus. So, hier waren wir ja schon mal. Dann gehen wir mal hier rein. Und hier rein. Und da rein. Bereit, entfesselt zu werden. Was hat's aber mit diesem Schleimzeugs hier auf sich? Oh, lass mich hier raus. Oh Gott. Das tat weh. Ich habe keine Ahnung. Oh, von da oben sind wir hergekommen. Von hier sind wir hergekommen. Na ja, von hier sind wir. Von hier sind wir sowas von hergekommen. Grütze, Grütze. So, hier geht's nach oben. Und hier waren wir auch schon. Waren wir hier schon? Ich glaube schon. Hier waren wir schon, ja. Ja, hier waren wir schon. Das ist echt nicht einfach. Kann ich an den Dingern nicht irgendwie was... Kann ich das nicht einfach aufsprengen oder so? Nee. Wir wissen, wo der Schrein ist. Jetzt bin ich wieder ganz außen. Jetzt bin ich wieder ganz außen. Hier geht's nirgendwo rein. Oh, jetzt kommen Gegner. Haben wir etwa Blutmond? So, jetzt habe ich Moblin-Knochen wieder eingesammelt. Super. Stirb. Okay.
So, hier auf der anderen Seite können wir auch rein. Aber was bringt's uns? So, aber was bringt's uns hier reinzugehen? Ne, wir haben keinen Blutmond. Glaub's nicht. Hier waren wir ja aber auch schon. Hier waren wir ja aber auch schon. Ach Leute, wisst ihr was? Ich beende jetzt hier an der Stelle mal den Part. Wir haben zwar nichts geschafft, aber... Ne, was ich jetzt noch mache, ist, ich gehe jetzt nochmal kurz zum Eingang zurück. Der ist auf der Seite. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir wieder nach außen kommen. Natz mich nicht. Da. Nee, eben nicht. Da. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ja, Leute, ich beende den Part. Wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder. Und ich hoffe dann mal ein bisschen erfolgreicher. Alles klar, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet den Part doch gerne. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Mr. Nightfox.